Freunde, wir sind gerade hier auf dem Weg zu unserem Baumhaus, wo wir heute Abend pennen werden. So Freunde, dann gehe ich jetzt hier mal rein ins Baumhaus. Gönnt euch mal diese Wahnsinnsaussicht. Mir fehlen hier einfach die Worte, ohne Scheiß. Das ist, glaube ich, mit das Krasseste, was ich bis jetzt gesehen habe. Wir sehen von unserem Mini-Balkon hier in diesem Baumhaus sogar Bali da hinten. Wir können bis zum Meer gucken. Wir haben hier diese ganze Landschaft drauf. Ich zeige euch das gleich mal. Freunde, guten Morgen. Das sind die ersten Sonnenstrahlen. Hendrike, was lesen wir da? Holiday. Zwei sich küssende Affen. Bali Holiday. Bali Holiday. Bestimmt wieder schöne Touristen-Traps drin, ja, in die wir treten können. Okay. Such mal wieder was Schönes raus, sowas Nettes wie bei der Reisterrasse. Okay, schau mal. Okay, Tracking mit 100 Leuten. Let's go. Okay, Freunde, es geht jetzt mit der Zipline den Hügel runter vom Baumhaus. So verabschieden wir uns jetzt vom Baumhaus. Ich bin gespannt, ob ich das überlebe. Ja, ja, ja. Let it go. Go! Freunde, wir sitzen jetzt schon auf dem Weg zu unserer nächsten Unterkunft. Das war nochmal ein richtig geiles Ende gerade, oder? Die Zipline, einfach Hammer. Klasse Erfahrung. Thank you very much, bye. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu einem ganz besonderen Tempel. Der liegt nämlich in einer Höhle. Wir müssen auch schon gerade hier schön kraxeln, ein paar Stufen. Und zwar ist es der Pura Goagiri Putri Tempel. Und das habe ich nicht abgelesen, das habe ich mir natürlich gemerkt. Ja. Hier durch so ein super kleines Loch. Dann kommt jetzt hier, glaube ich, gleich. Boah, so eine Kammer. Boah. Krass. Das ist riesig. What the fuck? Thank you.
3 Shots. And bore your head. Here? Yes. And here. Okay. What about you? Nah, to be a jetzt bleibt ihr zu lange dran, bis es abfällt, so der hinduistische Glaube. Also Freunde, der Templing Beach, der rockt auf jeden Fall zu. Oh, rockt ziemlich. Hier sind richtig fette Wellen. Das kann man eigentlich gar nicht richtig Beach nennen. Es ist eher eine Küste, wo im Prinzip Wellen auf das Land treffen. Und zwar mit was für einer Bucht.